Hallo bei der Gartenbahner, unsere Gartenbahn. Wir haben einige Züge rausgeholt und kommt mit auf unsere Rundtour. Wir lassen einige Züge fahren. In einem der letzten Videos haben wir den unteren Bahnhof fertiggestellt. Heute kommt die Erprobung. Die Züge fahren einwandfrei. Warum entlässt der Kundewagen an bei uns? Die Feder ist gebrochen.
Wenn alle Züge draußen sind, bedeutet das früher oder später natürlich, sie müssen auch wieder hinein. Und das schauen wir uns jetzt an. Damit alle Züge ordentlich reinfahren müssen, muss ich vor das Haus und natürlich die Weichen stellen. Welche Lok ist die nächste? Die Königstalbahn. Weiche gestellt? Weiche gestellt. Wir fahren vor das Haus. Und immer eine nach der anderen. Welche ist die nächste? Die BR05. Was müssen wir hier machen?
der TGW muss etwas zurückfahren. Jetzt holen wir die Ludmilla rein. Gar nicht so einfach. Der nächste? Erstmal müssen wir die Waggons etwas manuell umplatzieren. Auch eine Idee. Ich würde vorschlagen, die Elektrolok GE6-6.
Das war natürlich so nicht geplant. Etwas zu schnell um die Kurve. Naja, jetzt heißt es, erstmal alle Wagen wieder auf die Schiene drauf und weiter. Und wieder Lackschaden. Das sieht ja aus wie auf einem Schlachtfeld. Sage bloß, fast 200 Euro ein Wagen. Und jeder Lackschaden tut weh. Warte mal davor. Und wieder Lackschaden. Wer den Schaden hat, hat für den Spott nicht zu sorgen, ne? So. Passt der TGW noch rein? Probieren. Feierabend. Schon wieder 8:30. Das war unsere kleine Zugpräsentation mit einem spektakulären Unfall. Jetzt sind alle Züge wieder drin. Jetzt heißt es Feierabend. Genau, richtig. Schnauze voll. Schnauze voll. Und ein oder zwei, drei oder vier Lackschäden mehr. Naja, das gehört halt dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Die Gartenbahner. Gartenbahner. Ciao.